gebärt und blubbert. So sieht's dann aus, wenn die Gewürztraminer Spätlese vor sich hingärt. Das ist unser Muskateller. Hier haben wir noch ein bisschen mehr Muskateller. Ja, mal so ein bisschen archiv jetzt, aber leider ohne Licht, das ist gerade mal wieder kaputt. Da vorne ist ein bisschen heller. Da haben wir große Weine in große Flaschen aus großen Jahrgängen. Dann noch so ein bisschen. Ja. Sonstige Kellerschätze. Sammelsurium alter Etiketten. Es ist immer wieder erstaunlich, wie gut manche Weine noch dastehen. Es wird, ja. Jetzt in erster Linie die Barrix mit den neuen Jahrgängen 2013,
für die 3 Sternweine. Wir haben jetzt gerade soweit fertig gemacht noch.